Das Börsenjahr 2023 war ein überraschend positives, was nach den Entwicklungen vom Jahr 2022 sehr willkommen war. Ich habe mir diese Entwicklung zum Anlass genommen, deutsche Stiftungsfonds genauer unter die Lupe zu nehmen. Mein Name ist Yannick Schneller und ich berate bei der Ypos Vermögensmanagement unter anderem Stiftungen in der Planung, Durchführung und Überwachung von Kapitalanlagen. Im Zuge dieser Dienstleistung haben wir Einblick in die Kapitalanlagen vieler Stiftungen. Hier sehen wir, dass Stiftungsfonds immer noch ein beliebtes Vehikel vieler Stiftungen sind. Was ist eigentlich ein Stiftungsfonds? Der Begriff Stiftungsfonds ist in Deutschland weder reguliert noch genauestens definiert. Dennoch teilen die meisten dieser Fonds einen ähnlichen Ansatz. Sie orientieren sich an einem defensiven Anleger, der Wert legt auf regelmäßige Ausschüttung und insbesondere auch bei Stiftungen wichtig, der Kapitalerhalt. Es gibt zahlreiche Stiftungsfonds am deutschen Markt. Auf 13 möchte ich heute ganz besonders eingehen, die wir in unserer Beratungspraxis am häufigsten sehen. Als erstes schauen wir uns die Allokation an. Hier untersuchen wir das Verhältnis zu Aktien und Anleihen innerhalb der Fonds. Eines wird ganz schnell klar: Anleihen spielen nach wie vor eine wichtige Rolle in diesen Fonds. Sie sind mit 65-70% vertreten und spielen eine deutlich größere Rolle als Aktien, die nur mit 20-25% vertreten sind. Bis auf eine einzige Ausnahme ist es mit diesen Fonds also nicht möglich, eine Diversifikation auf Anlageklassenebene zu erreichen. Als nächstes schauen wir uns die Performance an. Hier sehen wir, alle gezeigten Fonds haben 2023 eine positive Wertentwicklung gehabt. Spannender wird diese Entwicklung jedoch, wenn ich sie ins Verhältnis der letzten Jahre setze. Auf 2-Jahres-Sicht, also von 2022 bis 2023, sind alle Fonds noch im negativen Bereich. Sie konnten ihre Wertverluste 2022 nicht aufholen. Ähnliches zeigt sich, wenn ich das Bild auf 2021 verlängere. Hier sind immer noch 7 der 13 Fonds weg von ihren Allzeithochs und die übrigen sehr nah an der Nulllinie. Das bedeutet, starke Verluste im Jahr 2022 kosten die Anleger Rendite von über 3 Jahren. Insbesondere Stiftungen stellt diese Entwicklung vor Probleme. Wir bekommen in Gesprächen nicht selten zu hören, ob jetzt der Zeitpunkt für einen Fonds- oder Managerwechsel wäre. Unsere Antwort darauf: Es kommt auf die Anlagerichtlinie drauf an. Die Anlagerichtlinie der Stiftung beschreibt den Kapitalbedarf und die Risikobereitschaft der Stiftung und geht auf etwaige Satzungsvorgaben wie beispielsweise Nachhaltigkeit ein. Im ersten Schritt muss diese Anlagerichtlinie stehen und dann können wir gemeinsam am Markt nach einer passenden Lösung suchen. Musik.